Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich stehe hier am Ladepark Kreuz Hilden, dem neuen Seat & Greet Ladepark, der im Bau ist. Und ich habe hier ein Auto parat, und zwar von Citroën, ein C0. Und der hat den Akkudefekt. Und das Tolle ist, Citroën hat 20.000 Euro Umweltbonus dazu getan. Ich habe hier den Thomas, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen hier bei mir in den Videos, vor allen Dingen mit seinen BMW i3 Bremsen, über die wir jetzt nicht sprechen. Sonst gibt es wieder 4.399 Kommentare. Nein, heute geht es um seinen Schneehasen, den Citroën C0, eines der ältesten Lithium-Ionen Elektroautos, die überhaupt verkauft wurden. Und Thomas hat tatsächlich den Akkudefekt gehabt und Citroën war so freundlich und hat ihm 20.000 Euro Umweltbonus dazugegeben, obwohl er nicht mehr in der Garantie war. Und er erklärt uns heute mal, wie auch ihr so viel Kohle bekommen könnt. Thomas, wir müssen jetzt wieder hier so ein bisschen improvisieren mit dem Dreh, damit wir hier schön den Abstand wahren, das ist ja ganz wichtig. Du hast dummerweise bei deinem Elektroauto, was glaube ich 8 Jahre alt ist, tatsächlich einen Akkudefekt gehabt. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich das denn geäußert? Also wie hast du es überhaupt bemerkt, dass der Akku nicht mehr in Ordnung war? Ja, es war so, dass an der Ladesäule nur noch bis 70% geladen hat und dann die Ladung abgebrochen hat. Dann habe ich versucht zu Hause nachzuladen, hat sofort wieder abgebrochen und das hat sich dann so weit gesteigert, dass er dann hinterher bei 30% aufgehört hat. Und damit war ja klar, ich habe das dann auch verfolgt, ein Strommessgerät, hat kurz geladen und hat dann gesagt, fertig, und Auto war nur ein Drittel geladen. Dann bin ich dann also halt nach Citroën. Die haben den Akku dann ausgelesen und der hat ja 88 Zellen. Ja, und Zelle 1 hatte also ein massives Spannungsproblem und damit sagt dann das Steuergerät, ich lade nicht mehr. Damit ist dann nicht der Akku defekt, eigentlich nur eine Zelle, aber es werden praktisch keine Akkus ausgetauscht, keine einzelnen Blöcke, sondern immer nur der ganze Akku getauscht. Okay, und jetzt erzähl doch mal kurz, wie alt ist das Auto, wie viele Kilometer hat es gelaufen, wie ist denn die eigentlich die Garantiesituation, weil da gab es ja jetzt für dich auch so ein bisschen Überraschungen an der Stelle. Es war also eine freudige Überraschung, weil Garantie war 5 Jahre ab Erstzulassung und Erstzulassung ist Mai 2012, sind definitiv bis Februar 2020 mehr wie 5 Jahre, von daher bin ich davon ausgegangen. Ja, Pech gehabt. Meine Frau hat dann gesagt, wart doch erstmal. Und der Citroën-Händler hat dann die Daten nach Köln geschickt. Und ja, und hat dann 2 Stunden später angerufen und hat gesagt, gibt einen neuen Akku. Angeblich laut Akkuhersteller 10 Jahre oder 120.000 Kilometer. Wo wir ja dann drin sind, weil der Wagen hatte 42.600 Kilometer runter. Ja, ein ungläubiges Staunen bei mir. Ich habe gesagt, jetzt Einbaukosten, nee, alles frei. Wie also frei, also keine Kosten für mich, nee. Ja, müsste ich dann erstmal sacken lassen, weil bekannterweise die 20.000 da im Raum stehen, was natürlich für das Auto ganz klar ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Also da hätte ich gerne gesehen, wie du guckst, weil das ist ja so ein bisschen wie so ein kleiner Lottogewinn. Da hätte ich auch geguckt wie eine Kuh, wenn es blitzt. Ne? Also das muss sich gut anfühlen, denke ich. Ja, man ist natürlich erstmal sprachlos, freudig sprachlos, weil man kennt ja, ist bei allen Herstellern gleich, wer gibt einem theoretisch 3 Jahre nach Garantieablauf noch ein Bauteil, was mehr kostet laut Preisliste wie jetzt ein ganzes Auto. Wie schlüsseln sich denn jetzt diese 20.000 Euro aus? Das ist ja auf, das ist ja nicht nur der Akku jetzt gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Den Preis, den ich gefunden habe, mir wurde ja kein Preis kommuniziert, war beim Peugeot Ion, also das baugleiche Auto, waren 16,6 plus Mehrwertsteuer plus Einbau. Also die 20 sind der Akku. Eigentlich kommt ja dann auch noch die Einbaukosten dazu, die nicht unerheblich sind fürs Autohaus, weil wir müssen ja entsprechenden Arbeitsplatz haben, einen zertifizierten Hubtisch, einen zugelassenen feuerfesten Container, weil der ausgebaute und der neue Akku nicht im Gebäude gelagert werden dürfen. Also von daher ist man eigentlich, dann so ist man über 20.000 Euro. Und du hast gerade gesagt, Wechselrichter und so weiter, also was...
Ja, es ist, ich bin ja voll für Elektromobilität, aber ich gucke nicht durch die rosarote Brille. Und es gibt halt drei Bauteile im E-Auto, die sauteuer sind. Unter anderem auch so ein Aufheizer, ne? Auch unter anderem. Den habe ich jetzt gar nicht so am Schirm, was der hier für kostet. aber wie gesagt, Akku 20, Wechselrichter 6, Ladegerät 3,5. Also nur diese drei Bauteile sind für jedes E-Auto in dem Alter der wirtschaftliche Totalschaden. Mhm. Von daher sehe ich das nicht so, dass das, ne, so viel besser ist grundsätzlich oder immer wie ein Auto mit Verbrennungsmotor. Ja, das ist natürlich richtig, wenn es denn dann kaputt geht. Ne, das ist ja beim Verbrenner auch so. Wenn du dann Motor- oder Getriebeschaden hast bei einem Auto, wo du jetzt nicht auf dem Schrottplatz für 500 Euro einen Ersatz kriegst, dann bist du halt auch viele, viele tausend Euro los direkt. Ne? Das heißt, das unterscheidet sich da nicht wesentlich. Wichtig ist halt, dass das im Grundsatz so ausgelegt ist, dass es statistisch zu, was weiß ich, 99, irgendwas Prozent halt eben fürs ganze Autoleben reicht, so wie ein Verbrennungsmotor in der Regel auch reicht, aber manchmal eben dann doch nicht. Und dann hat man halt Pech. Ne, das kann man schon vergleichen. Jetzt scheint es halt bei Citroën als einer der ersten Lithium-Ionen-Serienautos 2011, also der einzige Wagen, der uns jetzt gerade bekannt ist, ist der Roadster von Tesla, der noch älter ist sozusagen, noch eher dran war. Aber da merkt man halt, damals waren die Erfahrungen offensichtlich noch nicht so wie heute, dass ich daher also euch jetzt auch ein bisschen beruhigen möchte, wenn ihr jetzt ein gebrauchtes Elektroauto kaufen wollt. Wenn es jetzt nicht gerade uralt ist, kurz vor H-Kennzeichen quasi, dann glaube ich, kann man schon einigermaßen sicher sein. Aber man muss sich klar machen, da hast du vollkommen recht, auch beim Elektroauto können echt schweineteure Reparaturen kommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel immer Wert darauf lege, Autos in Garantie zu fahren. Das habe ich auch vor dem Elektroauto schon so gemacht. Deswegen soll ja auch Neo weg und ein anderer Tesla folgen. Dann nächstes Jahr habe ich hier ein Video gemacht, das verlinke ich auch nochmal. Also rechnerisch wäre es ja preiswerter gewesen, die hätten mir ein neues Auto gegeben. Von daher, kaufmännisch kann man das alles nicht verstehen, aber war uns dann natürlich dann im Endeffekt egal, weil jetzt haben wir natürlich ein besseres Auto wie vor 8 Jahren. Weil ab August 2018 die neue Zellgeneration produziert wurde, die also noch mehr, also doppelt so viel Zyklen hat wie die alte und bessere Spannungslage bei Kälte etc. Also ist das Auto jetzt batterieakkutechnisch besser wie vor 8 Jahren. Ja, das ist natürlich sensationell, dass sie dir dann auch noch einen besseren Akku einbauen. Also ich meine, das ist ja ein kleiner Lottogewinn auf dem kleinen Lottogewinn sozusagen. Was glaubst du denn, was dahinter steckt? Also warum sind die da so kulant? Ich meine, sie sind ja nicht der erste Hersteller, der nachträglich die Garantie erhöht. Wer war denn das kürzlich? War das BMW? Oder BMW hat auch die Garantiezeit erhöht und ich glaube, oder die Kilometer, also damit sind sie, glaube ich, nicht alleine. Mir entfällt jetzt gerade, wer das Hyundai noch gemacht hat. Genau, Hyundai. Hyundai hat das auch gemacht. Also sprich, man merkt, dass die Hersteller bemüht sind, das Vertrauen zu erhöhen in die E-Mobilität, was wahrscheinlich eine Mischung ist aus, ich sag mal, den Kunden die Angst nehmen vor der neuen Technologie, aber auch vielleicht selbst Vertrauen geschöpft hat, also der Hersteller an sich, weil er gemerkt hat, jetzt machen wir das schon so lange und eigentlich klappt das echt gut. Ne? Das könnte ja auch dahinter stehen. Aber was glaubst du denn, ist jetzt das Interesse von Citroën gewesen, an diesen Akku zu kommen? Ja, also der Mitarbeiter im Autohaus hat da in Köln zentrale angedeutet, dass ich gut vernetzt wäre und ich habe auch gesagt, dass da über den Fall so oder so dann ein Video gemacht wird. ich glaube zwar nicht wirklich, dass das jetzt einen Einfluss hatte auf die Entscheidung, aber ich hatte das schon angeleiert, also den Akku selber auszubauen mit dem Fachmann dabei und das wollten die wohl so, nein, um Gottes Willen, alles ganz gefährlich und so, also im Endeffekt glaube ich fast, die wollen nicht, dass da irgendwas passiert. Also mit Wissen dann theoretisch von denen dann am Akku was getauscht wird, was fachlich in Ordnung wäre. Aber im Prinzip glaube ich, dass das die Hauptmotivation ist, um da keine negativen Schlagzeilen zu bekommen. Im Prinzip hast du ja doppelt gedroht mit einem Video, was wir machen. Und vielleicht haben die das BMW i3 Video gesehen und haben gesagt, oh nein, so ein Video wollen wir nicht im Netz haben von uns. Der andere Fall ist ja, hättest du jetzt, ich sag mal, das aus deren Perspektive nicht fachlich richtig reparieren lassen von einem Fachmann, sondern da wäre jetzt irgendwie Schmuh gemacht worden, das Auto geht in Flammen auf. Dann haben sie die Schlagzeile, Citroën hat Elektroautos nicht im Griff, die
die brennen auch, ne, wie die Teslas, die ja ständig brennen. Die fahren ja quasi brennend durch die Gegend. nee, von daher, aber ich glaube, meine Theorie ist ja eher, die hatten Bock darauf, diesen Akku in die Finger zu kriegen, weil die Elektromobilität ist ja nun mal, ich sag mal, klar, dass das jetzt für alle ein großes Thema ist. Und vielleicht ist da auch einfach der Wunsch da, ey, wir kriegen hier einen 8 Jahre alten Akku, können uns hier mal angucken, was damit passiert ist, um dann für die nächste Serie Generation sozusagen vielleicht auch zu lernen. Ja, es ist ja so, dass das ja eigentlich zu 99,9% ein Mitsubishi ist, also sind Zitrönen, Embleme, die Innenausstattung ist, die Farbe ist anders wie beim Mitsubishi und Citroën hat an dem Auto ja nichts gemacht oder von daher, die da selber Interesse dran haben, weiß ich, sind ja auch Autos von der Deutschen Bahn damals als Leasing, als Carsharing-Fahrzeuge benutzt worden, also ich glaube eigentlich schon, dass die, und das ist ja nicht der erste Akku, es sind also, gibt ja auch auf YouTube Videos, wo Privatleute, also Fachleute, aber privat dann Zellen getauscht haben, also es ist ja nicht der erste Akku. Wie blöd, die hätten einen neuen Akku haben können. Na, man weiß, ja, habe ich mir dahinter auch gedacht, wieso, mein Gott, ne, ist das schon ein Aufwand, das sind 250 Kilo, ja. Man muss wissen, was man da macht, weil bei 360 Volt ist ein Fehler dann schon ziemlich übel. Von daher, und die Autos waren mit Sicherheit jünger. Also die Videos sind, glaube ich, schon 3 Jahre alt. Also wenn die Autos von 2011 sind, waren die Autos vielleicht 5 oder 6 Jahre alt erst. Also wahrscheinlich außer Garantie raus. Und ich meine, da ein Elektroauto ja keine Wartung braucht, wird die Wartung wahrscheinlich auch bei einigen vernachlässigt, weil braucht man ja alles nicht. Und dann dahin zu gehen, ohne Service-Checkheft zu sagen, ich hätte da mal ein Problem, machen, glaube ich, dann viele gar nicht, weil die gar nicht, ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, weil, also, auf gar keinen Fall, von daher gehen dann viele, glaube ich, gar nicht in eine Werkstatt und sagen, machen wir mal Kulanzantrag. Dann sagt der, wo ist der Checkheft? Checkheft habe ich gar nicht, ja. Deiner als Checkheft gepflegt? Ja, gut, letztes Jahr nicht, weil, gut, hatte ich auch ein paar gesundheitliche Probleme und ich habe gesagt, ja gut, ist aus der Garantie raus, ne, egal, was soll's. Von daher, also war der jetzt letztes Jahr nicht bei der Inspektion. War überhaupt nicht Gegenstand, der hat überhaupt keinen interessiert. Der hat die Werte dahin geschickt und 2 Stunden später hat er gesagt, neuen Akku. Weil also schon fast so viel Glück auf einen Haufen. Ja. Kann man kaum glauben. Ja, ist auf jeden Fall wirklich höchst erstaunlich. Ich mache mal hier eine Umfrage rein, wo ich mal so ein paar Optionen reinpacke, was denn vielleicht so die Ursache sein könnte, dass Citroën da tatsächlich so kulant ist. Da könnt ihr mal abstimmen, was ihr glaubt. Und wenn ihr was da oben nicht findet, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, wo ihr glaubt, warum das jetzt hier so kulant geregelt wurde, trotz dieser ganzen Rahmenbedingungen. Du hast das Auto ja auch nicht mal Serie gelassen im Prinzip. Manchmal hängen sich ja auch Hersteller auf an Veränderungen. Ich meine, es sind, glaube ich, eigentlich eher optische Veränderungen, aber du so das Auto standardmäßig gelassen hast du ja nicht, ne? Nee, also ich habe ja einen leichten Spieltrieb, würde ich jetzt mal freundlich sagen. Also die Autos ein bisschen zu individualisieren, okay, aber das hat ja keinen Einfluss auf die Technik. Also die Antenne ist normalerweise so lang, ist, glaube ich, nicht relevant. Der Heckspoiler ist von Mitsubishi, offizielles Zubehör, ja gut, ist ja Mitsubishi, bei Citroën gibt es den nicht. Also gibt es das Auto in der Form mit den Akkus jetzt mit ziemlicher Sicherheit nur einmal in Deutschland, weil die Version ab 2013 nur noch 80 Zellen hat. Und der hat also auch die 88 bekommen, wobei ich im YouTube dann auch auf Going Electric was gefunden habe, wo dann bei Autos mit 88 Zellen nur ein 80 Zellen Akku eingebaut wurde. Ja, weil ja, ist auch wieder günstiger wahrscheinlich. Also von daher wusste ich gar nicht, ich habe die gefragt. Wussten die auch nicht, wie viele Zellen. Mich musste ich dann zum Schnelllader und gucken, wie viel Spannung. Und dann wusste ich, super, sogar 88 Zellen. Also hat der jetzt 18 Kilowattstunden Bruttokapazität und 16 wirklich nutzbar. Und die hatte ich vor 8 Jahren bei dem alten Akku also definitiv nicht. Also stehen jetzt nach Stadtverkehrfahrten immer zwischen 150 und 170 Kilometer als Restreichweite bei Vollladung. Also und die sind realistisch. Also sind jetzt dann auf der Autobahn bei Tempo 100 ungefähr 120 Kilometer Reichweite, was eigentlich immer noch okay ist.
Das entspricht ja im Prinzip so den Leistungsdaten grob von einem älteren Renault Zoe, ne? Das ist ja schon richtig gut, gerade wenn man jetzt ein, ich sag mal, preiswertes, gebrauchtes Elektroauto sucht, und es bietet ja einiges, ne? Also ich sag ja immer so, du kritisierst das ja immer, dass ich das Auto so niedermache, weil es mir optisch nicht so gut gefällt, weil ich finde die Proportionen halt ein bisschen seltsam, weil es so schmal, aber so lang ist, und die Form ist halt jetzt nicht so ganz meins, aber ich habe ja schon immer dich gelobt, du hast den schönsten C-Zero oder den schönsten der japanischen Drillinge, den ich je gesehen habe, durch diese Modifikation mit dem Schwarz-Weiß und so, das finde ich, hast du schon schick hinbekommen. Wenn du sagst Mitsubishi Heckspoiler, das heißt im Prinzip ist das ein Mitsubishi, und Peugeot als auch Citroën haben sich da nur dem Umlabeln bedient. Das könnte natürlich auch eine Theorie sein, dass Citroën da gar nicht letztendlich die Haftung übernimmt, sondern da der Akku von Mitsubishi ist, dass Mitsubishi den schwarzen Peter hat und Citroën das deswegen egal war, ne? Und vielleicht Mitsubishi da eher das Problem jetzt hat. Wie ist das denn bei den anderen beiden? Also findet man da Fälle im Netz, dass irgendwie da Stress mit dem Akku ist? Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere. Es gibt da also auch eine Liste auf Going Electric, wo die nutzbare Kapazität, ist auch interessant, Baujahr des Fahrzeuges, Kilometerleistung und nutzbare Kapazität. Mhm. Da sieht man ganz klar, habe ich ja auch gemerkt, nutzbare Kapazität geht runter. Der war jetzt vielleicht noch bei 75% zum Schluss. Die Schnellladefähigkeit geht drastisch runter. Also ich war hinterher noch im optimalen SOC-Bereich bei 20 kW Schnellladung. So, der lädt jetzt wieder mit 44 kW. Also ich habe vor 2 Wochen von 25 auf 80%, entspricht 10 Kilowattstunden in 18 Minuten geladen. Was ja immer noch nicht schlechter ist wie zum Beispiel einem E-Up. Kleiner Wink mit dem Zaunfall, ja. Etwas traurig ist ja an der Sache, dass sich bei diesen japanischen Drillingen im Moment nicht so wahnsinnig viel tut. Ne? Ich glaube, wer verkauft denn überhaupt noch? Das sind ja gar nicht mehr alle drei. Mitsubishi verkauft, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube seit knapp 2 Jahren nicht mehr, weil die Stückzahlen wahrscheinlich so astronomisch waren, dass sie keine Kapazität mehr hatten. Nein, Scherz. Und Peugeot und Citroën verkauft die noch. Also die hat keiner stehen, die Händler habe ich schon mal gesehen, aber ja, also wenn einer jetzt reingeht und ich will, dann ja, kriegt er wahrscheinlich sein Auto verkauft. Die haben da auch Prospekte liegen, aber jetzt aktiv verkauft in dem Sinne wurden die ja nie. Ne? Also keine Probefahrtmöglichkeit, keiner stehen gehabt. Wenn einer reinkam und sagt, ich will, hab das gesehen, so ein Ding will ich haben, dann hat er eben notgedrungen einen verkauft. Deswegen, ja. Aber ist natürlich jetzt preislich interessant, weil du sagst es ja, ne, mit den Förderungen habe ich zufällig dann gefunden, weil ich mich ja auch da ein bisschen umgesehen habe, weil hätte ja durchaus sein können, dass ich das als Schlachtfahrzeug hätte nehmen können. Kriegt man zwischen 13.500 und 14.000 so ein Auto neu. Und man kriegt sie, weil viele andere Autos gibt es ja nicht, gibt es nur im Katalog. Ja. Also von daher, wenn das Fahrprofil passt, ist ja immer so, wenn ich am Tag 20, 30 Kilometer im Schnitt fahre, 50, ja, wo ist das Problem, wenn das Ding 150 Kilometer Reichweite hat? Ne? Kennst du die Lieferzeit? Ja, die sind da, die Fahrzeuge. Also die kann man, glaube ich, da sind große Händler in Bayern, den Namen weiß ich nicht, ist auch egal, kann jeder finden, der was sucht, die kann man abholen, die hat man innerhalb. Jetzt ist wahrscheinlich das Problem dann die Zulassung wegen Zulassungsstellen, Straßenverkehrsamt, aber die Fahrzeuge sind da. Also wenn man gesagt, ja, in einem Jahr und ich meine, das Auto kann schnell laden, Sitzheizung, Klima, Fensterheber, Zentralverriegelung. Man kann nur die Farbe aussuchen, man kann nichts konfigurieren, ganz einfach. Kann sich zwischen 3, 4, 5 Farben entscheiden und dann hat man das Auto theoretisch innerhalb von einer Woche. Mit den ganzen Komponenten finde ich auch nach 10 Jahren immer noch eine Alternative. Ja. Sei denn, der ist einem zu schmal. Hat aber den Vorteil,
dass man gut aussteigen kann in allen Parklücken. Ja, okay. Also, ja, wir haben uns ja jetzt anders entschieden. Das verlinke ich ja auch nochmal, warum wir uns jetzt genau für den VW e-Up entschieden haben. Aber wie ist das denn jetzt, was dein Vertrauen hat? Ich meine, das ist jetzt Glaskugel lesen, weil keiner weiß, wie dieser Akku sich verhält. Aber was glaubst du denn jetzt, wie sich die nächsten, ich sag mal, 8 Jahre, was den Akkuzustand entwickeln werden? Ist der jetzt besser geeignet sozusagen? Dann so ein normales Autoleben ist ja eher 12 bis 15 Jahre und eher so 200.000 Kilometer. Dafür war es jetzt natürlich sehr früh und somit eigentlich auch ein Stück weit bitter, dass das passiert ist. Ne? Und wenn du sagst, das ist auch, ich sag mal, ein Trend, den man bei anderen Gebrauchtfahrzeugen sieht, dass die Kapazität und Ladeleistung etc. verlieren, also mit Reichweite, dann ist das natürlich erstmal ein Stück weit schlechte Werbung. Jetzt kann man sagen, wenn man sich so ein gebrauchtes Auto kauft, ist man sich ja sicher, dass man bis 100.000 Kilometer zumindest 20.000 Euro Umweltbonus bekommen kann vom Hersteller. Also von daher seid ihr da erstmal auf der sicheren Seite, solange das nicht zu viel gelaufen hat, das Auto. Aber trotzdem, wenn es denn dann zum Tausch kommt, ist die große Frage, wie lange habe ich dann Ruhe? Ja, also laut Hersteller, also Hersteller von den Akkuzellen ist Yuasa, ist ja der älteste Batteriehersteller grundsätzlich in Japan. Laut deren Internetseite die 2,5-fache Zyklenzahl gegenüber der ersten Generation. Und wie gesagt, bessere Entladung, also nicht mehr so spannungsempfindlich bei Kälte und so weiter. Also ist mein Ziel, da das ja noch Fahrzeug kein E-Kennzeichen hat, möchte ich da ein H dran kriegen. Und H gibt's ab 30. Also haben wir noch 22 Jahre. Wenn der Akku 2,5 mal so lange hält wie der erste, passt das. Ja. Sensationell. Also Thomas hat den nächsten Titel schon ins Auge gefasst. Das älteste Elektroauto mit Lithium-Ionen-Technik, was ja dann auch ein H-Kennzeichen hat. Oder das erste vielleicht sogar, was ein H-Kennzeichen bekommt. Damit hast du auf jeden Fall gute Chancen auf den Titel. Also von daher, wenn ihr mit der Optik leben könnt, ist das, denke ich, ein gutes Fahrzeug. Die Frage ist, warum sieht er denn eigentlich so aus, wie er aussieht? Ja, das ist interessant. Habe ich dann auch mal irgendwo, glaube ich, per Zufall erfahren. Und zwar gibt es in Japan eine spezielle Kia-Autoklasse. Das heißt, da Japan ja noch dichter bevölkert ist wie hier Deutschland, Europa, muss man, wenn man ein Fahrzeug zulässt, einen Garagen- oder Stellplatz nachweisen. Es sei denn, das Fahrzeug ist unter 3,50 Meter Länge und 1,50 Meter breit. Ah. Zufällig ist das Auto 3,48 Meter lang, 1,48 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Und dieses außergewöhnliche Breiten-Höhenverhältnis führt zu einer semi-sportlichen Optik, die manchem nicht so gefällt. Ja. Aber einfach aus dem Hintergrund der Zulassung und ich meine, in der Stadt hat man wenig Platz in der Breite, meistens wenig Platz in der Länge, aber viel Platz in der Höhe. Mhm. Also warum den Platz nach oben verschenken, um in einem so kleinen Fahrzeug mindestens einigermaßen Platzverhältnisse zu schaffen? Mhm. Das ist also der Hintergrund, warum der so bisschen außergewöhnlich schmal ist um die Hüften. Okay, sehr interessant. Und du bist ja auch der lebende Beweis, dass man trotz Größe, du bist ja über 1,90, glaube ich, 2,2 Meter netto, ja, nicht brutto, netto Größe, und du sitzt da bequem drin offensichtlich. Das ist natürlich mit der Höhe dann offensichtlich genau richtig für dich. Gut, ich denke, wir haben alle Aspekte soweit beleuchtet. Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview. Und ja, schaut euch doch mal dieses Auto an. Wie gesagt, es gibt eine 100.000 Kilometer Versicherung für 20.000 Euro Gegenwert. Offensichtlich, die Frage ist natürlich, ob das bei allen drei Herstellern so ist. Ob bei Mitsubishi und Peugeot genauso. Vermutlich ja, sonst würde es ja irgendwie keinen Sinn machen. Ansonsten kauft ihr zur Sicherheit einfach ein Citroën, da habt ihr das auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns zusammen die Welt retten mit, ich sag mal, langfristig genutzten Elektroautos und vielleicht sogar demnächst in 22 Jahren dann mit H-Kennzeichen. Also ich werde den Thomas dann spätestens dann nochmal in den Kanal interviewen, um zu sehen, wie das ausgegangen ist. Abonniert den Kanal und drückt Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst auch die Glocke nicht, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Wir sind hier am Seat & Greet Ladepark. Da werde ich ja regelmäßig berichten über den Fortschritt des größten Ladeparks von Tesla und Fastnet der Europäischen Union.
Informationen. Hier verlinke ich nochmal das letzte Interview mit Roland und dem Lukas, Projektleiter und Bauherr von Seed & Greed hier in Hilden. Von daher ist das Abo bei euch gut aufgehoben und vor allen Dingen ja kostenlos. Also macht das ruhig. Freut mich, dass ihr dabei wart. Schaltet wieder ein, es wieder heißt Nino vom Danzai-Blog. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, sehr gespannt auf die Kommentare. Der hat nur schnell geladen, das kann er gar nicht. Der hat den nur voll hinten. Was meinst du, woran es liegt? An den blauen Bremssätteln. Nee, die sind ja schwarz. Ach, die hast du diesmal schwarz gemacht? Ja, die sind schwarz, aber schwarz ist nicht so aggressiv wie blau. Deswegen funktioniert das schon seit 8 Jahren. Jetzt weiß ich, das ist der Grund, warum der Akku defekt ist. Er hat die Trommelbremse schwarz gemacht. Das kann ja so nichts werden. Ich bin echt mal gespannt.